Grazi, Leute, willkommen zurück zu einem weiteren spannenden Part von Xenoblade Chronicles. Wir nähern uns unaufhörlich dem Ende und hier sind überall Monster! Und da ist noch ein Special-Gegner. Ja, die machen wir nochmal. Denn neuer Part ist auch. Pep! Okay. So. 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 Okay, das war der erste. So, gehen wir auf den los. So. Na los. So. Okay, das war der. Was mich ein bisschen blöd stört, ist, dass dieser Nebula dabei ist. Aber das haben wir gleich. So. Wir holen den einfach mal hier hin. So, bam. Okay, physische Abwehr geht schon mal runter. Das ist schön. Wow. Au, au, au. Okay. So. Kalter Teufler. Na, du bist nicht so schwer. Komm, da ich deine physische Abwehr senken kann ins Bodenlose. Bam. So. Zack. Aber du bist gegen langsam immun. So. So. Jetzt kommst du dran. Die Gegner, die ich am meisten verabscheue. Ah, so, okay. So, das ist egal. Kratere Nebula. Oh, nee. Ja, noch. Immun. Du bist ein fliegender Gegner. Bam. Bam. So. So, wir erhöhen mal unsere Abwehr. Bam, so. Zack, okay. Oh, null, ich mach null Schaden. Au! Aber das war er wenigstens. Okay. So. Was haben wir denn hier Schönes? Wasserruf, Asura-Fußschutz. Okay, Fußschutz. Ah, oh, cool. Okay. Oh, da fällt mir ein, ich habe ja vorhin ein Buch gekriegt. dann habe ich jetzt zwei zum Lesen. Mal gucken wir mal. So. Nicht gelesen. Schön. Sturmtod habe ich schon gelesen. Und Reinigungsschutz habe ich auch schon gelesen. Okay. Ja, gucken wir mal schnell nach dem Asura-Fußschutz. Okay, 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 okay. Schauen wir mal. Zack. Dass er schon anhat. Und sie hat schon über 1000 physische Abwehr. Holy shit. Was hat sie denn? Okay. Ach ja, klar, sie hat die Kämpferstiefel. Okay, na gut. So. Da ist noch zwei Zerreißteufler. Ich wette, hinter bei diesen dreien ist noch... Ja, genau. Feuerkaiser Heinrich. Okay, wir speichern mal. Immerhin haben wir schon Level 81. Zack, so. Aua. So. Bam. So, das war der erste. Wo ist denn bei der... da. So. Okay, na los. Zack. So. Ach, süß, sie geben 500 Erfahrungen. Oh je. Yeah. Endlosgewehr, Teufelschnitzel, weg mit der. So, okay. Dann wollen wir natürlich den Feuerkaiser mal probieren. So. Vielleicht hätte ich mal meine.
So. Okay, schön. So. Oh Gott, Elementkanone. Ja. Ah, Mann! Dass die gegen alle meine Kacke immun sind. Das geht mir so auf und... Oh, ja, geil, mach ich. Viel Schaden. Einzige Schaden macht es sie. So. Ach, Quatsch. So. Schutz. Na los. So. Dann ist sie jetzt vielleicht ein bisschen weniger. Nein, ist nicht. Okay. So, okay. So, oh Mann, aber wenigstens kann man den in Schwanken versetzen. Das ist schön. Okay. Block. Oh. Los, bitte bleibt noch in Schwanken, bitte. Nein! Oh, dass dieser blöde Fuck-Angriff so lange dauert. Wir hauen. Oh Gott. Wow! Na toll, und auch noch ein Brand. Wow. Oh Gottes Willen. So, okay. So. Würde den mal bitte jemand hier ohnmächtig machen? So, meine Fresse, ey. Das ist echt nervig, Leute. So, egal, aber da du in Schranken bist. So. Oh, danke. Und jetzt machen wir dich erstmal so in Ohnmacht. So. So. Oh, meine Batterie neigt sich wohl dem Ende zu. Oh, Hana, ja. Oh. Würde mich bitte jemand mal heilen? Das wäre sehr nett. Würde mich jemand... Oh. So. Okay. Wow, okay. Aber ich habe ihn gleich. So, schwanken. Und auf Wiedersehen mit dir. Bam. Bam. Oh nein, du bist nicht tot gegangen. Das ist natürlich blöd. Geh tot. Na, oh, endlich. Sind die nervig. Kreuzschlag, Mutschuss, rarer Marskristall, Tempusglyphe. Okay, wir nehmen mal alles. Das waren beides zwei Bücher für Fiora, wenn ich mich nicht irre. Ne, bis auf Mutschus. Der ist für Carla. Aber habe ich schon gelesen. Aber den Kreuzschlag habe ich noch nicht gelesen. Okay. Okay. So, nach fast 10 Minuten kann es jetzt hier endlich mal weitergehen. Halt, wir sind ja von oben gekommen. So, und jetzt? Wie geht's hier weiter? Mal so blöd gefragt. Wie geht's hier weiter? Weil das Tor ist ja noch zu. Scheint... Ach, nee. Okay. Wow. Okay, jetzt sind wir auf jeden Fall hier oben. Und wir werden mal diesen Schalter betätigen. Knochenturm, Schalltafel. Okay. Ah. So.
Wir gehen jetzt einfach mal hier lang allein, weil wir es können. Und ich denke mal, hier geht's runter. Ja, geht es. Wir gucken mal auf die andere Seite. Mal schauen, was uns da noch in Fer... Ah. Ah, hier geht's auch runter, okay. Aber wir nehmen mal den Zack. Oh, ja. Hm. Das ist natürlich blöd, dass die beiden jetzt Schaden erlitten haben. Aber gut. Ja, wir gehen einfach mal hier ein bisschen lang. Warum? Na egal. Auf jeden Fall ist es hier wieder extrem dunkel. Ich hoffe, ich kann das alles ein bisschen aufhellen nachher. So. Okay. Ja, rundherum, rundherum. Ich habe kaum noch was zu erzählen, denn... es passiert nichts. Was zum Henker? Was ist das? Ach so, das ist, die Welt da draußen. Okay, ja, wahrscheinlich bin ich schon wieder irgendwo dran vorbeigelaufen. Oder es scheint hier weiterzugehen. Oder war ich hier schon? Nein, war ich nicht. Erster Heiligtum. Oh, oh, oh! Ja, na toll. Und das Erste, was er macht, ist eine Barriere. Das ist schön. Na los. Na toll. Jetzt ist auch schon zu spät. So. Okay, ja, aber jetzt wird klar. So. Bam. Bam. Was zum... Wieso bin ich auch bewusstlos? Was zum Henker? Na toll. Du blöder Arsch. So. Ja. Okay, wunderbar. So. Naja, du bist nicht so schwer. Ach. Naja, egal. So. Zack. Und bam. Okay. Oh, nee, der haut mit seinem... Oh, was ist das für eine ekelhafte Aura? Oh, ist die widerlich. Wenn der umgeworfen ist und ich treffe den, werde ich ebenfalls ohnmächtig. Das ist extrem scheiße. Muss ich mal sagen. Das war, ist nicht nett. Das ist aber mal überhaupt nicht nett. Ich guck mal auf die Karte, weil ich habe gerade überhaupt keine Ahnung. Wir sind wieder im Erdgeschoss. Ah, okay. Oh, na gut. Okay, okay, wenn wir im Erdgeschoss sind, dann, wo müssen wir hin? Speisesaal, Küche, Kampfarena, dritter Obergeschoss. Aha, wir müssen wieder in den dritten Obergeschoss. Und da ist auch noch einer. Fünfter. Ah, wir müssen in den fünften. Okay. So. Okay. Da hinten scheint noch irgendwas zu glühen. Da gehen wir mal hin. Vor allem, weil ich im Moment noch gar nicht weiß, wie ich hier wieder runterkomme. Aber da wir jetzt bei 14,5 Minuten sind, nehme ich das als Anlass, mir einen Cut zu machen, weil außerdem ruft mich die Natur, Jungs. Und wir sehen uns dann gleich, wenn wir irgendwie da unten sind. Bis gleich!